richtigen Tasten zusammen. Ja, ich muss mich noch ein bisschen mit der Steuerung wieder vertraut machen. Wie gesagt, auf dem Classic Controller geht das Ganze halt nicht so einfach. Das ist für mich halt noch ein bisschen ungewohnt. Komm her, bisschen Boxen hier. Nur her. Ah, genau so habe ich Mario geliebt. Genau so! Pokéball, flieg! Nee, das will ich nicht. Nee, nicht in den Wirbelsturm! Ich sorge zwar gern mal für Wirbel. Hey. Freund der Sonne. Hallo? Hör mal zu, das mit der Bombe, das ist meine Sache. Ja, ich muss halt noch ein bisschen mit den Knöpfen zurechtkommen. Die sind ja ein bisschen anders. Was schrieb der Künstler Faustgedichte? Ja, sehr witzig, Sunny. Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Setz dich hin, schau zu, futter so viel Obst, wie du futtern kannst. Und amüsier dich bei dieser klitzekleinen Klopperei hier. Gott, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, Leute. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Eieiei. Wie gesagt, ich hoffe, Sound, Bild ist alles in Ordnung und ihr könnt auch alles sehen. Weg mit dir. Gott, diese Steuerung. Muss mich erstmal dran gewöhnen, dass es hier ein bisschen anders läuft und auch ein bisschen schwerfälliger. So, weg. Tschüss. Wollte sagen, nicht daneben springen. Eieiei. Kitty Cat 2, auch dir herzlich willkommen im Stream. Setz dich hin, schau zu, futter so viel Obst, wie du futtern kannst und sieh zu, wie ich mich hier mit der Steuerung rumärgere und, naja, aufs Maul kriegen werde. Das ist jetzt halt, wie gesagt, nur eine Testrunde. Ich werde später natürlich noch den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen, aber erstmal zum Warmspielen reicht das erstmal. Alles kein Problem, Leo. Ich freue mich, dass du überhaupt schon eingeschaltet hast. Freut mich sehr zu hören. So, ja, war sehr intelligent. Tschüss. Na komm her, du kleines Yoshi. Wie, bist du weg? Dein Ernst? Tschüss. Geht doch. Oh Mann, wie gesagt, die Steuerung mit dem Classic Controller, das wird erstmal eine Umstellung, Leute. Das wird eine Umstellung für mich. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange es dauert. Ja, Drago. Du bist es doch schon gewohnt. Außerdem, wie war das? Ihr habt mich Yoshi-Killer genannt, also darf ich das heute auch mal. Außerdem, in dem Spiel muss ich Yoshis töten. Komm her. Ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen mit der Steuerung noch am Kämpfen. Da, friss. Ey. Nerv nicht. Stirb. Und tschüss. Gut, ist halt noch auf very easy. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung zurechtkommen. Das ist noch ein bisschen ungewohnt. Gott, hoffentlich kann ich das noch. So, das sah doch bisher ganz gut aus. So. Wollte sagen, bist du des Wahnsinns? Springst da einfach runter. So, die haben wir auch. Zack. Oh, wei. Was? Wer wollte Fox... ja, den Foxtrott. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich mal sagen. Hallo Lilly, auch dir willkommen im Stream. Und ja, Smash für 64. Ich habe mir gedacht, jetzt, wo ich meinen Classic-Controller endlich habe und ich endlich wieder meine alten Klassiker wieder hier spielen kann, habe ich mir gedacht, wäre doch eine kleine Runde, das Oldschool-Smash, doch mal genau das Richtige zum Entspannen heute. Mehr oder weniger. Ich muss allerdings sagen, ich bin noch ein bisschen mit der Steuerung verfeindet. Wir mögen uns noch nicht besonders. So, geht doch. Ja, ich habe das als Kind auch zu Tode gesuchtet, kann ich dir sagen. Oh Mann, was habe ich mir die Nächte lang damals mit meinem besten Freund da um die Ohren gehauen. Mit 99 Leben, unendlich Zeit. Oh Leute, ihr wollt gar nicht wissen, was das für Schlachten damals gab. So, erstmal den kleinen Bruder hier verkloppen. Nee, Quatsch, du bist ja in meinem Team. Wie gesagt, ich muss nur mit der Steuerung noch ein bisschen zurechtkommen, weil ich vertausche ganz gerne gewisse Tasten. Abflug. Luigi? Luigi, man wendet sich nicht gegen Familie. Alter, jetzt werd mal hier nicht frech, Freundchen. Werd mal nicht niedlich. Oh Mann. Ja, ich muss, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen.
Hm. Du bist der Hammer, Luigi. Und du auch, Mario. Tschüss. Ich muss sagen, das Break the Targets von, ich weiß gar nicht, von Pummeluff war das, glaube ich. Das habe ich immer gehasst. Mit Metal Mario habe ich mit Pikachu immer meinen Spaß gehabt. Das werdet ihr auch noch zu sehen kriegen. Ich werde mal mit jedem Charakter einmal dann gleich wieder auf Normal versuchen durchzuspielen. Wie gesagt, das hier ist jetzt nur eine Testrunde mit Mario. Einfach nur, weil ich ursprünglich mal Mario als Main hier hatte. Weil hier ist er noch genauso, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ah, Glumanda, heiß, 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 heiß. Und vor allem, sie kann ich auch Pikachu noch richtig spielen. Komm her. Soll ich dir mal was sagen? Komm her. Ich bin Harry Potter. Mach einen Abflug. Geht doch. Ja, genau. Sowas nennt man Brüderliebe. Da sagst du was, Sunny. Da sagst du was. So. Jetzt geht's los. Wie gesagt, ich hoffe, die Alerts funktionieren. Twitch spinnt ja hin und wieder ja mal ganz gerne damit. Ach ja, genau, das dicke Riesenbaby. Fox begeht erstmal gleich freiwillig Selbstmord. Wundervoll. Und Yoshi scheint ja auch zu nichts zu gebrauchen zu sein. Muss ich denn hier immer alles selber machen? Halt, falsche Richtung. So. Machen. Abflug. Ich dachte, mach einen Abflug. Geht doch. Ja, ich denke, das mit dem bezaubernd sein muss ich wirklich nochmal üben. So, wollen wir doch mal eine Runde Plattformhopsen machen. Das sollte ja ein Profi wie Mario eigentlich ohne Probleme hinkriegen. Sollte. Und Drago, vielen Dank fürs Hosting. Zeigt den Leuten die Yoshi-Power. Und schön zu wissen, dass die Alerts heute mal funktionieren. Alter, das wär jetzt, hätte fast ins Auge gehen können. Aber nur fast. Ja. Wie gesagt, ich muss mich halt noch ein bisschen an den Classic-Controller gewöhnen. Und vor allem an die miserable Steuerung. Aber Leute, genau so sollte es natürlich sein. So, geht doch. Das geht doch! Was? Der ist nicht zu sehen? Okay, Moment, da gucke ich gleich mal eben. Der Host-Alert ist nicht zu sehen, sagt ihr? Warum ist der nicht zu sehen? Hm. Ist ja seltsam. Ich weiß leider jetzt nicht, wieso. Und auch Crazy Loop zeigt den Leuten die geballte Yoshi-Power. Vielen Dank fürs Hosting und ich hoffe, es wird jetzt angezeigt. Ich musste, wie gesagt, leider Gottes meine Einstellungen nochmal neu, das tust du nicht, machen. Daher kann das sein, dass da vielleicht was schiefgegangen ist, aber da ihr den Alert hören könnt, scheint es wohl wieder mal ein Problem mit Twitch zu geben. Mal wieder. Würde mich auch mal wundern, wenn die Alerts einmal funktionieren würden. Mach einen Abgang. Sag mal. Ich glaube, bei dir hackt's ja wohl. Mach einen Abgang. Wieder nur den Sound. Hm. Ja, es tut mir leid, das muss ich dann später nochmal überprüfen, was da das Problem ist. Aber ich, mir wird das ja Gott sei Dank im Bot ja angezeigt, wer mich gehostet hat. Daher seid bitte nicht allzu... Was? Wie gesagt, es war eigentlich alles vorweg eingestellt. So. Ach so. Warte, ich muss das gleich nochmal eben prüfen. Obwohl, das mache ich mal eben ganz kurz. Einen Moment. So, da, hinter dem Bild sortiert. Okay, ich sehe gerade, was du meinst. Jetzt sollte es angezeigt werden, hoffe ich jedenfalls. Ich habe es jetzt gerade umgestellt. Stimmt, ich habe das ganz vergessen, dass dieses Browser-Ding ja ganz oben stehen muss. Und jetzt. Alter, du Dumpftruller, geh mir nicht auf den Piss. Alter, jetzt hab ich aber genug von dir. Oh, das wird heiß. Friss, friss. So. Dein Ernst jetzt?
So, jetzt kommt mein Freund Metal Mario. Komm nur her, Freundchen, auf dich warte ich schon. Los, komm runter. Komm. Komm her, lass uns kuscheln. Tschüss. So ja nun nicht, Freundchen. Tschüss. Wird Zeit, den Müll rauszubringen. Alter. Da dreht ich um. Man merkt, dass der Controller noch neu ist. Der ist noch nicht so schön ausgeleiert wie meine anderen. Komm her. Bist ja immer noch da. Jo, Leo, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Danke, dass du da warst, auch wenn es leider nur kurz war. Aber ich verstehe dich voll und ganz. Und auch Link-Fan zeigt den Leuten die geballte Yoshi-Power. Und ich hoffe, das Bild wird jetzt endlich wieder angezeigt. So. Ja, wie gesagt, dass das nach ganz oben muss, habe ich ganz vergessen. Aber jetzt sollte es eigentlich angezeigt werden. Also bei mir wurde es gerade angezeigt. Verpiss dich. Alles klar, dann weiß ich, wo der Fehler war. Danke nochmal für den Hinweis, Drago. Ich habe, wie gesagt, nicht mehr dran gedacht. Wie war das ohne Schaden ins Ziel? Na, ob mir das gelingt? So. Ja, wie gesagt, Leo, das war auch jetzt eine ganz spontane Entscheidung, nochmal zu streamen, weil ich heute nochmal ein bisschen Zeit hatte und Langeweile vor allem. Ist jetzt halt Weihnachtsstress und so, du kennst das. Ne? Aber während meines Urlaubs werde ich bestimmt noch den ein oder anderen Stream machen, also nach Weihnachten. Also keine Sorge, es war noch nicht der letzte. Tschüss. Aber ich muss sagen, mit der Steuerung hier, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Tschüss. Mach einen Abgang. Was sehe ich denn da oben? Mein Lieblingsspielzeug. Weg da. Vielleicht macht's Boom. Wollte sagen, was war das denn? Das war wohl eine explosive Kiste. Also die gab's also auch schon damals. Alles klar. Ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich da als Kind nie drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Traurig, wenn man bedenkt, wie oft ich das Spiel damals gesuchtet habe. Tschüss. Weg mit euch. Tschüss. Tschüss. Weg mit euch. Was da wohl drin ist. Etwas für Drake. Bombe. Ja. Ich und meine Bomb-Oms. Hier haben die noch wenigstens die ordentliche Durchschlagskraft, die sie hier haben sollen. Ich muss nämlich noch mit dem Rennen noch ein bisschen dran gewöhnen. Das funktioniert hier noch nicht so geschmeidig wie auf dem GameCube-Controller und so. Tschüss! So. Was für ein Bestechen? Oh, du hast ihn gedroht. Ist sogar noch besser. Ah ja, mit einem Fass sogar. Ja, ja, wenn Sunny die Fässer aufmachen will, dann kriegen selbst die Bots Angst. Spring doch! Au, das tat weh. Nur mal so zur Info. Du bist doch ein kleiner Drecksack. Na, ja, man merkt, meine Kombis funktionieren hier noch. Au. Das tat weh, du Arschkeks. Na, 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 daneben. Aufgepasst! Tschüss! Ja, das war... Nee, 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 Shieldbreak riskieren wir jetzt hier natürlich nicht. Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel, ich bin so eingerostet. Das ist echt nicht zu fassen.
Naja, vielleicht liegt's aber auch einfach nur an Mario, denn Mario ist ja hier, wie gesagt, nicht mehr mein Main gewesen. Ich bin ja irgendwann auf andere Charaktere umgestiegen. Mal schauen. Oh, oh, jetzt wird's heiß! Ich wollte sagen, I believe I can fly wollte ich hier jetzt noch nicht aufnehmen. Hallo? Was fällt dir ein, mich hier wegzuschnippen? Ich glaube, bei dir hackt's wohl. Och nö, nicht schon wieder das Spielchen hier. Ja, ja, ja. Tschüss! Das war eine Fehleinschätzung. Nee, hier wird nicht geklatscht. So, weg mit dir. Eieiei, also die Steuerung wird doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Aber egal. Egal, egal, aber es geht nichts über einen schönen Klassiker. Ach, tut gut, dieses Spiel mal wieder zu spielen. Ja, ja, ich weiß, wie gesagt, ich muss mich erstmal in diese katastrophale Steuerung erstmal wieder reinkommen und mich halt mit den Controllern auch ein bisschen vertraut machen, aber das wird ein bisschen Übung und dann geht das auch wieder und dann werde ich wieder smashen wie eh und je. Ja, hier, bla 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 bla, das will keiner sehen. Schubidubidu. Ich habe übrigens vorher auch extra den Stand gelöscht, damit ich alles schön von vorne freispielen kann mit euch. Ein Herausforderer nähert sich. Wer das wohl sein könnte? Es ist der berühmte Captain Falcon. Und der kriegt jetzt Dresche. It's me, it's the Super Mario. Komm her, du Kartoffelkopf. Verpiss dich. Hier, friss die Münze und komm her, weil so schön gleich nochmal. Mario, wie er lebt und lebt, genau so soll er sein, genau so muss er sein. Ich könnte mich immer noch drüber kotzen, wenn ich daran denke, was die aus Mario gemacht haben in den neuen Teilen. So, machen Abgang. Tschüss. Wollte sagen, wehe, du lebst noch. Tja. Du kannst doch nun an mit Captain Falcon, dem berühmten F-Zero-Fahrer, spielen. Nice. So, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen ans Eingemachte. Yoshi, mein Freund. So, jetzt machen wir mal auf normal. War eine spontane Entscheidung, Clu, also heul leiser. So. Hier, friss ein Ei. Friss ein Ei. Und tschüss. Sunny, das ist gemein. Tja, und das Alpha Yoshi wird sich jetzt hier erstmal Respekt verschaffen müssen vor den anderen Yoshis. Das geht ja gar nicht. Aber muss halt sein. Tschüss. Mit euch. Tschüss. Na, das mit den Smash-Schlägen hier muss ich noch ein bisschen üben. Das funktioniert noch nicht so ganz, wie ich es gerne möchte. Tschüss. Du lebst ja immer noch. Woo! Okay, nee, da gehe ich jetzt lieber nicht hoch. Tschüss. Wow, das war knapp. Ich dachte jetzt gerade, jetzt komme ich da rein. Komm her. Der Gelbe hier wird ein bisschen aufmüpfig. Mach einen Abgang. Tschüss. Mach einen Abgang und du ebenfalls. So. Am Ende. Geht doch. Nächster Räter. Sie wollten meinen Alpha-Status aberkennen und das lasse ich mir definitiv nicht bieten. Da zeigt das Alpha Yoshi persönlich, was es hier heißt, mich herauszufordern. So, Fox, komm her. Du schmeckst nicht. Du bist total verdorben. Genau, komm mal hier runter. Komm runter zu mir. Komm zu meiner Lieblingsspielwiese. Wenn du es so nicht willst, dann eben so.
tschüss. Da ist er weg. Schade, ich wollte eigentlich mit ihm Tennis spielen. Aber naja, es sollte halt nicht sein. Oh Gott, genau, das war eines der Targets, die ich gehasst habe. Und zwar nicht zu knapp. So, getroffen. Na, mal gucken, ob ich das diesmal schaffe. Das war wohl nichts. Halt! Du sollst da hoch. Ey. Warum muss das blöde Vieh sich auch dauernd umdrehen? Ey, langsam fühle ich mich gerade verarscht von dieser Scheißplattform. So. Okay, das war zu früh. Willst du mich jetzt ver... Geht doch! Meine Fresse! Okay, fast nicht zu schnell. Nummer 1. Habe ich das Ding immer noch nicht getroffen? Geht doch. Bevor ich da jetzt versehentlich runterspringe. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Aber immerhin geschafft. Ja, ja, du mich auch. Die Zeit vergeht ja etwas schneller, findest du? Na, 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 so ja nun nicht hier. Du bist ganz schön aufmüpfig hier, Freundchen. Schmeck's nicht. Nee, 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 ich bleib mal lieber hier oben, obwohl, was da wohl drin ist. Ein Stern, der Drakes Namen trägt. Bleibst du wohl hier, du grüner Zwerg? Was? Du Arschkeks! Das ist ja wohl nicht dein Ernst! So, jetzt habe ich aber genug. Niemand bringt mich ungestraft um. Na, man merkt, dass... Ey, jetzt habe ich aber genug. Luigi? Was du kannst, kann ich viel besser. Oh, man merkt, die Kontrolle ist noch nicht ganz mein, aber das macht nichts. So. Selbst schuld, Freundchen, ich hab dich gewarnt. Tröste dich, die Frage habe ich mir als Kind auch immer gestellt, Link-Fan. Die habe ich mir auch immer gestellt. Au. Alter, mein Gott, was bin ich eingerostet mit Yoshi? Alter, jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Komm her, Pikachu, ich wollte dir schon immer mal sagen, wie Hammer ich dich eigentlich finde. So, weg mit dir. Und hallo, Melinatrix, auch dir. Willkommen im Stream, setz dich hin, schau zu, futter so viel Obst, wie du futtern kannst. Und amüsiere dich, wie ich hier eine Tracht Prügel kriege, weil ich mit der Steuerung nicht mehr zurechtkomme. Ja, das Deckroball ist mir schon ganz oft zum Verhängnis geworden. Schade. Da ist er ja schon weg. Dabei wollte ich ihm doch gerade meinen Hammer vorführen.
Das wäre der absolute Hammer geworden und das im wahrsten Sinne des Wortes, Leute. So viel darf ich euch schon mal versprechen. So. Oh Gott. Was? Wollte gerade sagen, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Ja, ja, die Plattform, das habe ich mit Yoshi ja ganz besonders gemocht. Nämlich kein bisschen. So, wie war das? Block, Block. Nein! War eine scheiß Idee! Und tschüss! Das ist Super Smash Bros., nur für Nintendo 64 halt. Also das allererste. Und da ich das mit einem Classic-Controller spiele und ich mit dem Controller noch nicht so ganz vertraut bin, funktioniert das Ganze mit der Steuerung bei mir noch nicht so richtig. Tschüss. Sag, warst du noch nicht tot? Ernsthaft? Vergiss es. Hier, friss ein Ei. Tschüss. Tschüss. Moment, du kommst wieder, richtig? Aua. Jetzt hab ich aber die Nase voll hier. Alter Schwede. So, jetzt reicht's. Tschüss. Weg mit dir. Mein Gott, bin ich wirklich so eingerostet in dem alten Smash? Ernsthaft jetzt? Nein, mein Stern! Wollt sagen, das könnt ihr vergessen, das ist meiner. Guck mal, Bumper. So, komm her. Sei ein braver Kirby. Halt die Klappe. So. Meine Freche. Meine Fresse. Ja, das hätte böse ausgehen können. Ja, ich kann jetzt auch sagen, jetzt wo ich Pokémon Mond auch endlich besitze, das Spiel ist echt cool gemacht. Also, ich hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber es ist wirklich cooler geworden, als ich angenommen habe. Oh, ja, du Dumpftruller, du gehst mir natürlich erstmal wieder. Ja, ist klar, komm! Nerv nicht! Na, warte. So. Hier, frisst noch ein Ei. Alter, das war eine Bombe? Nein! Ich wollte sagen, voll in das Zeug rein. Was ist das eigentlich nochmal? War das Lava? Nee, ne? Ich meine, es ist zwar Verbrennung des ersten Gra... Oh, heiß, 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 heiß und fettig. Ah, ich bin heißer als ein heißes Würstchen. Scheiße. Oh ja, ist klar. Das kannst du mal voll vergessen, Troller. Alter! Ich muss auch sagen, Samus war bisher von allen Gegnern eigentlich immer der Schwierigste. So, jetzt mach einen Abgang. Geht doch! Meine Fresse! Meine Fresse! Mal gucken, ob meine Lieblingstaktik funktioniert. Nur nicht zu weit rennen. Meine Fresse, nicht zu weit. Ja, komm her, du Sack. Tschüss. Ach, ich liebe es, wenn das funktioniert. Probleme mit Metal Mario? Friss ihn, pups ihn über den Abgrund raus und schubs ihn darunter. Au. So viel zum Thema ohne Schaden durchkommen. Wie gesagt, ich hoffe, Spielsound und das alles ist in Ordnung. Machen Abgang. Hoffe, da gibt es keine Probleme oder sonst irgendwas.
Fängst aber auch an zu nerven. Nerv nicht, so. Schmeck's nicht. Weißt du, wenn du wenigstens schmecken würdest, wär's ja schön, aber genau das tust du nicht. Bist du weg? Das ist schön zu hören. Wie gesagt, ich habe immer das Problem, dass OBS hin und wieder mal gerne meine Einstellungen abändert. Daher weiß ich nie, ob mein Mikro zu laut ist oder der Sound. Deswegen danke auf jeden Fall fürs Feedback. So, und jetzt kommt meine Lieblingsfreundin, die Polygone. So, machen Abgang. So, weg mit euch. Ja, ist mir klar. Oh, man merkt, die Tasten sind noch nicht so schön ausgenödelt. Das ist echt zum Kotzen. Manchmal reagieren sie noch nicht richtig. Oh, oh. Das ist doch eigentlich eine nette Idee. Ich wollte schon immer mal Pokémon-Trainer werden. Pokéball fliegt! Oh, Smogon. Gott, Leute, das war so lange her, wo ich das letzte Mal den Smogon im Smash gesehen habe. Alter! Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Pokémon es hier in dem ersten Teil alle gab. Ich weiß, Relaxo gab es, glaube ich. Ich glaube, Glurak? Ich weiß gar nicht, gab es nicht Turtok auch noch? Das Killer Goldini des Bösen ist natürlich auch noch dabei. So. Ja, meine Smash-Schläge funktionieren hier auch nicht so schön. Bombe! Scheiße. Das wirst du nicht tun. Obwohl, ja doch, tu's doch. Bringt euch gegenseitig um. Tschüss. Aua! Blöd, Mann. Ich glaube, bei dir piept's wohl. Au! Hallo? So. Zum Glück gibt's ja die Maxi-Tomate. Alter, du bist aber auch aggressiv hier. Friss. Oh weh, mit dieser Vorstellung soll ich gleich noch der Meisterhand gegenübertreten? Ob das so eine gute Idee ist, Leute? Ich weiß es nicht. Okay, das sollte ich besser nicht nochmal machen. Eier gefällig? Alter, du gießt mir mit deinen Fächern gerade ganz schön auf den Sack. Weißt du das eigentlich? Au. So. Tschüss! Leute, ist ja nicht so, dass ich nicht zu euch hochkommen kann. Bist du noch nicht weg? Ja, genau, da konnte es einer nicht fassen. Mal gucken, ob ich es wenigstens noch hinkriege, mit der Meisterhand ordentlich zu kämpfen. Wobei, nach der schwachen Leistung muss ich sagen, ich habe da ganz gewaltige Zweifel dran. Nein, das tust du nicht. Oh Mann, ich vermisse meine Zeiten, wo ich das mit Yoshi so richtig gut konnte. Aber ich bin eindeutig eingerostet, Jo. Das war so nicht geplant. Jetzt spring doch einfach! Man merkt, die Knöpfe, die wollen noch nicht so reagieren, wie sie sollen, aber egal! Meine alte Taktik funktioniert trotzdem noch wunderbest! Scheitert halt nur manchmal noch ein bisschen an der Steuerung. Nein! Ist eine ganz böse Meisterhand bist du, Friss! Stampfer. Nein! Scheiße! Scheiße! So, machen wir das halt so. Say goodbye! Gott, war das schlecht! Naja, aber egal. Das Vieh ist tot. Was will ich mehr? Was will ich mehr? Oh weia, oh weia, oh weia. Das war grottenschlecht. Naja, ist aber auch schon ein paar Jährchen her, wo ich es wirklich aktiv gespielt habe.
Mal gucken, ob wir gleich noch einen weiteren Herausforderer bekommen. Oh Gott, das arme Yoshili. Zerquetscht. Geht ja gar nicht. Ein neuer Herausforderer nähert sich. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Pummelhof. Ja, Leute, die ätzende rosa Plüschkugel. Die Farbe des Teufels. Dich will hier keiner. Tschüss. Und so einfach wird man Pummelhof los. Du kannst von nun an mit Pummelhof den Ballon-Pokémon spielen. Ja, alles klar. Wer will denn das? So. Gehen wir doch mal in die nächste Runde. Ich würde sagen, gucken wir mal, ob es mit Kirby besser läuft. Das wird wahrscheinlich nicht wirklich besser laufen. Weil wenn ich das schon mit Yoshi nicht mehr hinkriege... Oh Mann, Leute, dann ist... Ja. Nee, Pummelhof ist voll das hässliche Pokémon. So. Wenn er jetzt noch ein bisschen schneller laufen... Ah, diese Tasten. Ich vertausche die dauernd. So, genau, so mit dir. So, zack. Da, 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 da. Ach, das funktioniert ja hier auch. Na gut, ich wollte dich eigentlich jetzt nicht kopieren, aber gut. Du fängst an, langsam zu nerven, Freundchen. Du willst doch nicht sterben? Ja, wenn das so ist. Komm her. Boxen! Oh Mann, ich bin wirklich mit all meinen Chars so ein... Ja, das ist halt normal. Wie gesagt, die sind jetzt halt auch nur auf normal gestellt. Ne, weil wie gesagt, für mehr bin ich fürchterlich noch viel zu schlecht. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Das ist einfach zu lange her. So. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Du lebst noch? Mann. Alter, jetzt geht's hier aber rund. Spuck mich aus. So. Und so entsorgt man kleine Yoshis. Yo, Alter. So ja nun nicht. Tschüss. Oh Mann, Leute. Ich sag ja, ich bin voll eingerostet. Tja, ganz hinterhältig angeschlichen und platt gemacht. Komm her, boxen! Boxen mit der süßen Knutschkugel! Und auch Shadow Glumanda zeigt den Leuten die geballte Yoshi-Power da draußen. Vielen Dank fürs Hosting! Und tschüss! So. Meine Fresse. Ich sag ja, ich bin total raus aus diesem Spiel und ich merke es. Mit meinen besten Charakteren komme ich nicht mehr klar. Das ist irgendwo traurig. Super traurig. Aber naja, Übung macht den Meister, Leute, ihr wisst ja. Natürlich wollte ich eigentlich nicht kopieren, aber okay. Jetzt nur nicht wieder die Taste verwechseln, dann funktioniert das auch mit den Greifen. Hallo? Fox, ich fange an, dich nicht zu mögen. Weißt du was? Das ist mir zu blöd. Komm hier runter. Komm her. Rein in die gute Stube. Komm her, wir spielen eine Runde Fußball. Ey, so war das jetzt nun nicht gedacht. Meine Fresse, du regst mich gerade auf. Das war's mit dem Kopierenden. Jetzt willst du den Spieß hier umdrehen? Nicht mit mir, Freundchen! Siehst du meine Fans? Und tschüss! Selbst mit Kirby kann ich's nicht mehr. Was ist das denn? Tschüss! Dann ebenso.
sagen, mir stand heute einfach mal nach einem Klassiker zumute. Und da habe ich mir gedacht, da ist doch Smash genau das Richtige. Immerhin habe ich jetzt ja nicht wieder meinen Classic-Controller. Das heißt, ich kann das Spiel jetzt auch wieder spielen. Das Blöde ist nur, ich komme mit diesem Controller noch nicht so ganz klar. Wir sind uns noch nicht so ganz einig, was die Steuerung betrifft, aber... Also so langsam wird's lächerlich. So, so. So, da muss ich nur runterkrachen. Ja, genau, dafür das Leben des Kirbys. Wahre Worte, liebe Sunny, wahre Worte. So, zack. Aber da sieht man aber auch, wie raus ich aus diesem Spiel bin. Wenn ich dann denke, was hab ich das früher bis zur Vergasung mit meinen Freunden gespielt? Da haben wir sogar noch richtige Smash-Turniere damals gemacht. Alter, das waren Zeiten, Leute. Das waren noch Zeiten, kann ich euch sagen. Da merke ich erstmal, wie alt ich eigentlich schon geworden bin. Ich meine, ich weiß gar nicht, wann habe ich das Spiel das erste Mal gespielt? Ich glaube, da war ich 14? Kommt hin, ne? So, zack, zack, fertig. Ja, was heißt Geschmack? Ich mag halt die Klassiker halt auch. Ja, ich merk's auch. Wie gesagt, ich mach zwar meine Smash-Schläge, aber er macht die nicht. Ich sag ja, ein Königreich für einen richtigen N64-Controller, dann funktioniert die Scheiße hier wenigstens wieder richtig. Aber egal. Scheiß drauf, ich werde auch mit dieser Steuerung irgendwann mal fertig. Ich muss halt nur wieder reinkommen. Nein, und tschüss. Ja, das kommt davon, wenn man natürlich nicht aufpasst, sondern auf den Chat achtet. Komm her. Luigi. Oh, ich hab die Bombe doch schon fast gegriffen gehabt, Mensch. So, jetzt reicht's. Tschüss. So. So geht's natürlich auch. Sogar viel besser. Aber wie gesagt, ich geb's halt zu, ich bin raus aus dem Spiel. Und ich muss mich halt noch mit dem Classic-Controller anfreunden. Aber trotzdem, ich kann das Spiel wieder spielen und das ist... Oh, oh. Die Hauptsache. Hier, willst du nicht zu deinem Freund Elektroball gehen? Hast du mich gerade geworfen, du blödes Vieh? Feigling! Oh, wieder die Tasten vertauscht zum Werfen. So. Pikachu, ich bin ganz Feuer und Flamme für dich. Guck. Ja, ich weiß, du bist total schockiert von mir, aber ich kann's nicht ändern. Tschüss. Okay, das mache ich besser nicht nochmal. Tschüss. Tschüss, Pikachu. Ich wollte schon immer mal sagen, wie Hammer ich dich finde. Kann Kirby nicht süß und niedlich lächeln? Ja, ja, der Riesen Donkey Kong. Der Riesen Donkey Kong. Kirby hat Hunger. So, erst Fähigkeit kopieren. Zum Schlag aus. Was haben wir denn da? Vorsicht, Bombe! Toll. So. Wie schmeckt denn deine eigene Medizin? Blöd, Mann. Aber ich muss sagen, als Donkey Kong sieht Kirby ganz schön hässlich aus. So, dann wollen wir mal gucken. Oh ne, nicht schon wieder so ein Scheiß. Das kann ich nicht. Ich kann euch jetzt schon sagen, Leute, ich bin so gut wie am Arsch. Ich sage doch, ich bin am Arsch. Naja, aber immerhin habe ich es noch lebendig hochgeschafft. Es wird zwar kein vollständiger Sieg werden, aber immerhin bin ich schon mal weitergekommen als sonst. Nee, da gehe ich garantiert nicht runter. Say goodbye und tschüss. Ich sag ja, es gibt wirklich
Zielplattform, die muss ich nicht haben. Und das ist eine davon. Scheiße. Oh Mann, oh Mann. 3, 2, 1, los! Tschüss. Danke für die Fähigkeit. Was willst du hier? Du möchtest gern, Link. Tschüss. Ich bin Kirby Van Kenobi. So. Tschüss. Tschüss. Möge der Yoshi mit dir sein. Tschüss. Möchte gern Pokémon. Mach einen Abgang. Na. Ich hab euch gewarnt. Ah, eben ausholen. Oh, der ist ja schon weg. Wie langweilig. Genau, geheiligt werde der leuchtende Zahnstocher. Ganz genau. So, dann wollen wir uns mal um Samus kümmern. Und vor Samus, wie gesagt, habe ich immer am meisten Angst. Gib mal deine Fähigkeit her. Schade, fast getroffen. So. Das wirst du nicht tun. Komm jetzt zu mir. Genau hier bin ich. Scheiße, jetzt habe ich meine das schöne heiß und fettig. Oh, okay. Die hat sich selbst gekillt. Auch gut. Ich meine, kann ich verstehen mit meiner Coolness und meinem Charme. Okay, lassen wir das. Ich kann mich selbst nicht ernst nehmen, das geht nicht. So, dann wollen wir auch mal Metal Mario gleich mal einen an die Glocke hauen. Wobei, ich frage mich ja eins. Was mit Yoshi gut funktioniert, klappt auch bestimmt gut mit Kirby. Ja. Tschüss. Schade. Ah. Okay, so kann man es natürlich auch machen. So geht's natürlich auch. Immer diese Polygone hier, immer dieses aggressive Zeug hier. Ah. Nur mal das so. Dam, 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 dam. Oh, wenn ich diese Musik schon höre, Leute. Ein Pummelluff. Pfui, Deibel, es ist hässlich. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg. Und nun auf zu den Polygonen. Ich muss noch mal gucken, wie man alle Stages freischaltet, weil es gibt eine Stage, auf die bin ich ganz besonders scharf. Sunny, du weißt ja noch welche. Wir hatten uns ja vorhin schon drüber unterhalten. Na, 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 jetzt ist hier aber mal empty, Freundchen. Was war das denn? Scheiße, falsche Richtung. Falsche Richtung. Alter, jetzt geht ihm ja aber hier gerade ein bisschen zu weit hier. Ja, toll. Ganz toll. Ey, ich kann Kirby nicht wirklich so verlernt haben. So, weg mit euch. Tschüss. Das war der Erste. Du gehst gleich hinterher. Du ebenfalls. Da muss ich sagen, bei diesem einen Polygon, das Pikachu darstellen soll, da habe ich immer an Sandan gedacht. Tschüss.
Oh, so geht's natürlich auch. Das gibt's doch nicht hier. Also das mit Kirby ist, glaube ich, hier gerade meine schlechteste Runde, muss ich sagen. Sprengen sie sich erstmal selbst in die Luft. Oh weia, oh weia. Ob ich es noch bis zur Meisterhand schaffe, Leute? Das ist hier die Frage. Aber offenbar glaubt das Publikum noch an mich. Naja, ob das nur denen was nützt. Oh, komm. Das gibt's doch nicht. Jetzt reicht's. Weg mit euch. Alter, es kann nicht sein, dass ich schon wieder so viel Damage habe. Ehrlich. Tschüss. Das war Ness. Das habe ich genau gesehen, dass da Ness kam. Oh, Pokéball. Lass den Pokéball in Ruhe. Das ist meiner. Das ist meiner, hab ich gesagt. Okay, gut, ist ein Killer-Goldini. Okay, den darfst du behalten. Lass mich zur Bombe. Jetzt, ja. Und das, oh Gott. Oh Gott. Das war miserabel, Leute. Das war richtig miserabel. Naja, wir geben nicht auf. Wir machen trotzdem nochmal eine Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das mit Kirby, ey. Und das mit Kirby. Dabei konnte ich den mal so gut. So schlecht war ich nicht mal mit Yoshi. So. Tschüss. Abgang. So. So, weg mit dir. Mach mal hier kein Fass auf. Nein. Meine Maxi-Tomate, die könnt ihr mir gleich mal überlassen, Mann! Langsam werde ich aggressiv hier. Langsam nerven die. Feuerblümchen, ich wollte schon immer mal sagen, wie Feuer und Flamme ich doch für euch alle bin hier. Jetzt hauen sie natürlich wieder ab, die kleinen Feigensäue, ne? Weg mit euch! Tschüss. Tschüss! Mit den Hammer. So, weg! Tschüss! Mach einen Abgang! Du ebenfalls! Komm nur runter! Los! So. Damit haben wir schon mal ein gutes Stückchen Arbeit. Moment, ihr lebt noch? Ups! Ich hasse diese explosiven Kapseln, wenn ich sie mit abkriege. Pikachu, du fängst an zu nerven. Geht doch, meine Güte. Ah, okay. Alles klar, danke für die Info. Ich habe das leider gerade nicht gesehen, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt war, mich hier mit meinen Freunden anzulegen. So, dann auf ein neues. Meisterhand. Ja. Na? Na, okay, das war aber nichts. Das war überhaupt nichts. Oh wei, oh wei, oh wei. Nein, du kannst ihn nicht einsaugen. Auch wenn das echt praktisch wäre. Und erstmal schön die HP runter. Au, das tat weh.
Meine Fresse. So. Du bist ja immer noch am Leben. Langsam gehst du mir doch ein wenig auf den Piss. So, geht doch. Was, du findest bei der Musikfeld so eine riesen Disco-Kugel? Okay, wenn du meinst. Und hallo Cedric, auch dir willkommen im Stream. Setz dich hin, schau zu, futter so viel Obst, wie du futtern kannst. Und sieh zu, wie ich mit der Steuerung ganz gewaltige Probleme habe und jämmerlich aufs Maul kriege. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich war auch mal besser in diesem Spiel. Naja, man kann halt nicht alles haben. Und Sadie, danke fürs Hosting! Let's go, go, go! Go, go, Power Kirby! Okay, sage ich nicht zu. Oh weia, Leute, das war echt eine Geburt und das war grottenschlecht. Probier ich's mal mit Donkey Kong. Mit Donkey Kong werde ich wahrscheinlich noch mehr ablosen, aber egal, gucken wir mal, weil Donkey Kong ist einer der Charaktere, die ich überhaupt nicht spielen kann. Aber mal gucken, vielleicht erlebe ich jetzt ja eine Überraschung. Oder auch nicht. Klatsch. Nein! Da sprengte sich erstmal selbst in die Luft. Ah, Mann, ich muss die Tasten unbedingt. Schade, dass man die Tasten nicht umlegen kann, weil sonst könnte ich hier... Da, frisst deine Bombe. Ich verwechsel immer wieder die Ausweichtaste mit der Wurftaste jetzt. Komm mit. Komm mit. So. Und wenn du es nochmal wagst, hier hochzukommen, kriegst du vielleicht noch eine. So, geht doch. Geht doch. Meine Fresse. Und jetzt kommen viele, viele bunte Yoshis. Ja, kommt noch runter. Kommt noch runter. Traut euch. Ey. Hallo? So, ja. Alter, was seid ihr denn für aggressive Yoshis? Hallo? So. Ich glaube, ich gehe mal lieber weiter nach oben. Dum, 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 dum. Tschüss. Tschüss. Wir machen mal ein bisschen Musik hier. Als Musiker muss ich ja auch mal für Musik sorgen hier. Ja, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Wo ist das Problem? Kicken wir die ihm halt so raus. Tschüss. Und weil es nochmal so schön war, lass uns doch mal den Jungle Beat hören. So, tschüss. Hier ist gleich ein Klatscher von mir ins Gesicht. So, geht doch. Geht doch. So, dann wollen wir uns mal eine Runde mit Fox klappen. Mal gucken, ob das mit ihm jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ach, okay. Das wird wohl nix. So, gehen wir erstmal in meine Lieblingsecke. So. Friss. Nerv nicht. Tschüss. Mach mal Abflug. Geht doch. Na, so schlecht ist DK eigentlich nicht. Aber das wird jetzt mega schlecht. Das darf ich euch schon versprechen. Zack, zack, zack. So. Du, 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 du. Ah, da wollte der Sprungknopf schon wieder nicht. Ich sag ja, ich hasse neue Controller, wenn sie noch nicht richtig eingespielt sind. Dann sind sie immer so ein bisschen zickig. So, mal kurz gucken.
da ist noch einer. So, Affenklatscher. Runter. Und geschafft. Wundervoll. Das sieht doch klasse aus. Mal gucken, ob ich gegen die Mario Brothers jetzt mal eine bessere Chance habe. Mit dem Schwergewicht sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Schlag aufladen und... Was? Ist der doch ausgewichen, der Sack. Na, 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 jetzt mach mal hier keinen Affenzirkus hier. Wenn hier einer den Affenzirkus ausspielt, dann bin ich das. Na, so doch nicht. So wird das nichts, Leute. So wird das nichts. Au! Alter, willst du mich verarschen? Halt die Klappe. Hat Mario gerade Selbstmord begangen oder was war das gerade? Nein! Toll, ich rede von Selbstmord und ich spring selber runter. Ich bin ja so ein Held. Toll, zwei Leben verschwendet für nichts und wieder nichts. Immerhin ist Luigi jetzt am Arsch. Immerhin etwas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sag ja, mit Donkey Kong kann ich gar nicht umgehen. Oh wei, oh wei, oh wei. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Und dann soll ich gleich noch gegen die Meisterhand antreten. Oh Mann. Das wird ein Continue geben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Au, au, au. Bisaflo, du bist böse. Nein, don't touch mich an. So. Der hat gesessen, Leute. Der hat gesessen. Hast du ein... Was? Du scheiß Elektroball. Weg mit dir, du lästige Fliege. Eieiei, das wäre fast mein drittes Leben gewesen, was weg wäre. Oh Mann. Oh Mann. Und was sagt uns das? Ich bin miserabel in diesem Spiel. Ich gib's ja zu. So, kleiner Bruder gegen großer Bruder. Das könnte lustig werden. Das könnte lustig werden. So. Ich muss es ja auch unbedingt auf normal versuchen. Vielleicht soll ich den Schwierigkeitsgrad doch, glaube ich, gleich mal ein bisschen runterdrehen. Aber ein bisschen Herausforderung möchte ich ja schon haben. Ups. Habe ich ihn getroffen? War schon. So, mal gucken, was hast du denn für ein ätzendes Plattform-Chaos? Heiß und fettig. Da werde ich sogar glatt gegrillt. Ah, dann einmal hoch. Oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Gut. Ja, okay. Kann man machen. Nein, und verfehlt. Ich sag ja. Donkey Kong, nicht mein Charakter. Eindeutig nicht. Und mit Link wird das wahrscheinlich gleich auch nicht wirklich besser laufen. Naja, egal, wir werden es ja gleich sehen. So, ich mach die Musik. Au. Na, komm runter da jetzt. Mann! Nein! Ja, nee, ist klar. Ihr seid fies! Mach einen Abgang. Komm runter, du feige Sau.
Geht doch. Alter! Mach einen Abgang. Toll. In die Richtung sollte das Ding eigentlich nicht fliegen, aber erzählen wir... keinen. Und tschüss. Das ging ja schnell. Na super, und jetzt gegen Samus. Das kann ja nichts Gutes werden, Leute. Das kann nur schief gehen. Au. So, jetzt hab ich genug von dir. Spüre die Macht des Affen. Oh, Pokéball. Gib mir den Pokéball. Genau, Onix. Du machst das. Onix, stimmt. Onix gab es hier ja auch noch. Nix, die weg hier. Nein! Und tschüss. Oh, weia, Leute. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Meine Fresse, warum reagiert der scheiß Knopf nicht richtig? Naja, egal. Das hat sich jetzt eh erledigt. Die ist tot. Tschüss. Nice. So, Metal Mario. Mal gucken, ob ich wenigstens bei dem ein bisschen Glück habe. Hat man dir nicht gesagt, dass man den Müll nach draußen bringt? So, jetzt machen wir den nächsten Schaden. Bisschen Musik. Tralali, tralala. Du nervst gerade. Man merkt, dass ich mit ihm nicht richtig spielen kann. Komm her. Na, komm. Tschüss. Immerhin noch ein Home Run für Donkey Kong. Das hat doch auch was. Baseball spielen wollte ich schon immer mal. Aber ich fürchte, gleich bei den Polygonen werde ich gleich wieder so richtig auseinandergenommen. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Nein. Lass mich bloß in Ruhe. Mal gucken, ob ich es schaffe, hier ohne Schaden ins Ziel zu kommen. Wobei ich glaube, mit Donkey Kong... Ne, daneben. So. Nein, scheiße. So viel zum Thema ohne Schaden. Das hat sich soeben erledigt. Ness, nervt nicht. Das war eigentlich so nicht geplant, aber okay. Kann man machen. Kann man machen. So, mal gucken, ob ich bei den Polygonen diesmal besseres Glück habe. 3, 2, 1, 0. Erstmal Trommeln Musik. Trommeln ist schön, Trommeln ist geil. La 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 la. Schubidu, Schubida, komm nur runter. Tschüss, mach einen Abgang. Du ebenfalls. Tschüss. Weg mit euch. Da fliegen sie wie die Motten vom Himmel. Nein! Scheiße! Diese Scheißbomben. Nein, das tut ihr nicht. So, weg mit euch. Bisschen Musik. Okay, ich glaube, unten ist es doch besser. Möchte ich jetzt nicht sein. Genau deswegen. Jetzt wird's bombig. Noch ein bisschen Trommelmusik hier. Trommelwirbel. Oh nein. Weg mit dir. Tschüss. Ah, so ein bisschen Bongo-Musik kann doch hier nicht schaden. Ey.
Was unterbrichst du hier mein Konzert? Ich glaube, bei dir piept's wohl. Nein! Und tschüss! Ich sag ja, Donkey Kong ist absolut nicht mein Charakter. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon runter zu euch. Wenn ihr das wünscht, dann komme ich halt runter. Das ist auch nicht das Problem. Müsst es doch nur sagen. Tschüss. So, weg mit dir. Ah, der Clou hat endlich gemerkt, dass der City da ist. Mensch, du Blitzmerker. Wird ja mal Zeit. Wird ja mal Zeit. So, und jetzt kommt's. Meisterhand gegen Donkey Kong und euer Drake wird das hier gleich jämmerlich verkacken, denn ich kann mit Donkey Kong kein bisschen umgehen. Und krieg jetzt gerade voll aufs Maul. Und tschüss! Nein, wir spielen hier nicht Affenklatsche. Au. Nein, das machst du auch nicht. Daneben. Oh weia, oh weia, da kommt er angeflogen und verfehlt mich um Haaresbreite. Einmal einen Schlag in Flammen, mal gucken, ob mir das was bringt. Au. Scheiße, verfehlt. Ist ja wohl nicht wahr. Komm schon, DK, du hast ihn jetzt so schön runtergekloppt. Nein! Alter Schwede. Der hat gesessen. Der hat gesessen, der Schlag. Jetzt muss ich nur noch hier wieder rüberkommen. Na. Och Mann, dieser Controller. Ey, das ist zum Keulen und zum Kotzen da gleichzeitig. Ja, komm. Baller mich ab. Komm. Geht doch, meine Fresse. Meine Fresse, ey. Donkey Kong ist echt nicht einer meiner Charaktere, ey. Das kann ich euch sagen. Das kann ich echt sagen. Aber hey, ohne Game Over. Dafür, dass ich den eigentlich überhaupt nicht spielen kann, das, muss ich sagen, ist das doch schon ganz nett. Aber schön, dich zu sehen, Sadie. Auch dir nochmal einen schönen zweiten Advent. Wir hatten ja noch nicht gesprochen heute. Und ja, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Auch wenn das sehr spontan hier gerade war mit dem Stream. So. Wen nehmen wir denn als nächstes? Wen nehmen wir denn als nächstes? Die vier hatten wir schon. Oh Mann, ich kann jetzt Sunny schon ganz doll schimpfen hören. Was machst du mit meinem Link? Was? Wisst ihr, jeder zweite sagt, dass der Deutsche ist. Was? Okay. Tja, das ist die Frage. Okay, mit Link komme ich halbwegs klar. Mach einen Abgang. Ich habe gesagt, mach einen Abgang. Hast du das nicht verstanden? Friss eine Bombe. Oh, Gott sei Dank. Scheiße, das hätte besser ausgehen können. Oh, scheiße, war das geil. Oh, Mann, oh, Mann. Das hätte aber böse ins Auge gehen können. 3, 2, 1, 0!
Aber hey, ich hab's geschafft. So, wenn er jetzt auch noch die Kombi nach unten machen würde, wäre ja auch alles schön und gut. So. Und Paddy X-Star zeigt den Leuten die geballte Yoshi-Power. Vielen Dank fürs Hosting und dir willkommen bei mir im Stream. Setz dich hin, schau zu, futter so viel Obst, wie du futtern kannst. Entspann dich und, ja, amüsier dich königlich, während ich mich hier mit einem Game rumschlage, was ich zuletzt vor, ja, einer halben Ewigkeit gespielt habe. Und ich noch mit der Steuerung böse zu kämpfen. So. Tschüss. Passt ja eigentlich gerade, dass ich Link spiele, wenn ich mal so dran denke, dass ich gerade das Zelda-Let's Play ja laufen habe. Tschüss. Mach einen Abgang. Tschüss. Komm her, du gleich hinterher. Weg mit dir. Tschüss. Nein! Bombe, natürlich. Was denn auch sonst? Tschüss. Und auch Playing Markus zeigt den Leuten die geballte Yoshi-Power. Danke fürs Hosting. Mal schauen, Salim. Mal schauen. Danke, danke, Sadi. So. Aber mit Link kann ich wenigstens ein bisschen umgehen. So. Und auch Clu, der alte Mongo, zeigt den Leuten die geballte Yoshi-Power. Vielen Dank fürs Hosting, mein Lieber. Vielen Dank. Und du gehst mir gerade ein bisschen auf den Piss, Freundchen. Weißt du was? Bombe? Scheiße, so war das aber nicht gedacht. Oh, meine Fresse, wieso macht er den Scheiß nicht nach unten? Was soll denn das? Man merkt es. Der Analogstick ist noch nicht richtig ausgenödelt. Tschüss. Ey. Au. Mach einen Abgang. Bombe! Ja, Q, du bist heute wieder total verpeilt, man merkt's. Aber auch dir einen schönen zweiten Advent. Obwohl, ja gut, er ist jetzt ja eigentlich vorbei, ne? Wenn man es ja recht bedenkt. Ach ja. Obwohl. Halt! Ich wollte sagen, bist du des Wahnsinns. Na, fast. Fast. Oh je. Der Scheibensmash. Mit Link. Das hat immerhin funktioniert. Gleich kommt meine Lieblingszielscheibe, mit der ich sowieso auf Kriegsfuß stehe. Ah, fast. Das kann jetzt sich auch nur um Stunden handeln, Leute. Das kann sich jetzt hier nur um Stunden handeln. Na, fast. Nein, da will ich eigentlich nicht hin, aber okay. Alles gut, Clu, alles gut. Ich hatte den Trick doch mal raus. So, zack. Fast. Aber nur fast. Ich glaube zwar nicht, dass das... Nee, ich glaube nicht, dass das geht, oder? Fast. Komm schon, ich konnte das doch mal so gut hier. Okay, so viel zum Thema, wirf eine Bombe hoch. Weg mit dir. Soweit ich weiß, geht das mit der Bombe gar nicht. Oh, wundervoll. Holen wir uns einfach erstmal die anderen.
dum 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 dum. Ja, es ist mir schon klar, wie man eine Bombe wirft. So ist es nicht. Nur irgendwie, ja. Weiß nicht, ob es an mir liegt oder am Controller. Och, komm. Weg mit der Bombe, bevor die explodiert. Na, so wird das ja wohl nie was hier. Das war wohl wieder nichts. Ach, okay. Stimmt. Ah, Mann, hätte ich das doch mal damals gewusst, ey. Wisst ihr eigentlich, wie lange ich das damals mit dem Bumerang versucht habe? Fragt bloß nicht. Fragt bloß nicht, Leute. Ja, wie gesagt, daran habe ich zum Beispiel jetzt gerade nicht gedacht, dass das auch geht. Ich habe das damals halt immer mit dem Bumerang gemacht, daher, ja, hat halt nur ein bisschen gedauert. Aber danke für den Tipp, das muss ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich das privat noch spiele. Weil dann will ich ja auch alles wieder freischalten, plus Donut-Ebene und alles drum und dran. Alter! Du nervst. Gut, Mario begeht wieder Selbstmord. Tschüss. Geht doch. Geht doch. Pikachu. Hey, listen. Da ist ein Pikachu. Schnapp dir ein Pokéball und fang es. Wir wollen dieses Pokémon haben. Nein, 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 nein. Toll. Mit dir. Ich mag zwar Tiere, aber so schöne Tiere mag ich auch wieder nicht. Willst du mich verarschen? Dann ebenso. Und weg ist das Vieh. Geht doch. Geht doch. Komm nur her, Donkey Kong. Auf dich freue ich mich schon. Ich wollte sagen, wo ist denn der jetzt hin? Nur ein großes Monster muss gekillt werden. Und Link wird den Tag wieder retten. 100 Pro. Nice Schlag. Okay. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Ich hoffe nicht, dass es wieder so ein scheiß Plattform-Ding ist. Gucken wir mal. Da unten ist eine, da ist eine. Okay. Das sieht wieder nach etwas aus, was ich gleich wieder volle Elle verkacken werde. So, da runter. Ich beschreie es auch noch. Ich wollte sagen, schubst mich jetzt hier ja nicht runter. Ich bin jetzt so weit gekommen. So, und
Da unten sind noch zwei. Das war heiß. Nein! Oh, tschüss! Scheiße, es war so klar. Es war so klar, es lief so gut. Naja, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. 3, 2, 1, los! Tschüss. Ich würde sagen, killt euch gegenseitig. Gute Idee. Tschüss. Ja. Guck mal, Bombe. Oh, lasst mich doch mal in Ruhe hier. Tschüss. Nochmal. Home Run für Link! Ich wollte sagen, spuckst du mich wohl wieder aus? Darf es. Dam, da, da, da. Läuft doch bisher ganz gut. Noch. Noch, Leute. Noch. Jetzt kommt Samus. Jetzt werde ich die ersten Leben verlieren. Das sehe ich schon kommen. Na, komm runter! Dann komm ich halt zu dir. Wo ist das Problem? Na, hör auf! Dumme Sanftroller! Nein! Nein! Und ich spiele ihn auch noch voll in die Hände. Toll. Nicht meine intelligenteste Idee. Komm, lande auf meine Mine. Mein Gott, manche NPCs sind einfach leicht zu beeinflussen. So. Erstes Leben weg durch einen dummen Fehler. Naja, kann passieren. In die Runde zappeln. Na, mein Gott, jetzt drückt nach unten, verdammt. Und wieder einmal die Tasten verwechselt, ganz wundervoll. Au, zu viele Münzen für mein Gesch... Pokéball! Komm her! Nein, dreh dich doch um, verdammt nochmal! Oh, ich hasse neue Controller, ich sag's euch. So, tschüss. Ich wollte sagen, ich bombardiere dich da sonst runter, wenn es sein muss. So ist es ja nicht. Kenne ich ja nichts drin. Laufen wir mal um mein Leben. Ich meine, dass wir den 0% Schaden können wir jetzt eh schon vergessen. Wundervoll. Dum, 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 dum. Autsch. Autsch. Oh, du nervst. Yeah, mit cooler Heldenpose. Genau so muss das sein. Yeah.
Und da sind wir in strahlender Rüstung und nun kriegen die Viecher aufs Maul! Zumindest hoffe ich. Gut, das war nicht unbedingt meine beste Idee mit der Bombe. Ha! Gerade noch so gerettet, Leute! Gerade noch so gerettet! Aber ich fürchte, dass wir trotzdem gleich hier nochmal ein Leben weg sein. So. Mach dich vom Acker. So, ein bisschen Schaden reduzieren. Tschüss! Alter. Ich bin halt ein Mann des Schwertes und ein Mann der Waffe. Das funktioniert doch viel besser. Weg da! Nein, oh, nein, 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 nein! Nein! Verfehlt! Weg damit! Jetzt lass mich an diesen scheiß Pokéball ran! Genau, Stami, mach mal die Arbeit für mich! Ich chill derweil hier eine Runde. Naja, was man so chillen nennt. Tschüss. So, der ist jetzt auch gleich Geschichte. Geht doch. Oh Mann. Ja, Clu, das ist die neueste Mode im Kokiri-Wald. Wusstest du das noch nicht? Da wäre mir fast wieder das Wort Kokori rausgerutscht. Ich meine, guckt ihn euch doch mal an. Dieses strahlende Grün in der Risse. Ja, okay, lassen wir das Thema. Wir sind ja hier nicht, um Mode über Mode zu diskutieren. Oh Mann. Ja, 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 genau. Du mit deinen scheiß Kanonen. Die kannst du gleich für dich behalten. Nein, 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 nein. Oh, das tut schmerzhaft. Oh nein. Ich wollte sagen, abstürzen hatte ich noch nicht vor. Das kannst du vergessen. Na komm runter. Boah, das war knapp. Ja, komm her. Schieß. Eigentlich solltest du es abwehren, aber erzählen wir kein. Ja, natürlich, der geht natürlich jetzt voll daneben. Ja, komm her. Au, au, au. So, meine Fresse. Meine Fresse. Das war schlecht, aber hey, 3 Leben sind noch übrig. Mit Link lief das Ganze doch schon ein bisschen besser. Aber nur ein kleines bisschen. Jetzt brauche ich mal was zu trinken. Einen Moment mal eben.
So, ich denke, eine Runde können wir noch machen. Aber dann werde ich den Stream auch langsam beenden. Denn ich muss ja morgen leider früh raus wieder. Ja, ihr wisst ja, Arbeit ruft. Nützt ja nichts. Schönes Bild. So, wen nehmen wir denn als nächstes? Fox oder Pikachu? Ach, kommt her, ich will mich mal mit Fox probieren. Probieren wir es nochmal. Und wie gesagt, letzte Runde und dann ist vorbei. Danach muss ich den Stream leider beenden. Aber wir können das gerne nochmal ein anderes Mal weitermachen. Erstmal ein bisschen abballern. Hier, friss, friss, friss. So, ja, genau, Foxy, genau so. Ja, komm hoch. Tschüss. Da fällt er runter wie so ein nasser Sack. Tja, das war's wohl für ihn. Das war's wohl für ihn. Fox war tatsächlich mal eine ganze Weile hier mein Main gewesen. Allerdings, ja, hat sich das dann, ich glaube, ab Melee dann für mich erledigt gehabt, weil Fox dann auf einmal ein bisschen zu schnell wurde für meinen Geschmack. Und ja, hatte dementsprechend mir kaum noch Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Na, 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 los, komm, spuck mich aus. Na, weg mit dir. Tja, da gab's einmal gebratenes Yoshi. Ach ja, genau, das Schild war ja hier auch so cool. Nur die Smash-Schläge funktionieren leider nicht mehr so gut. Schade, ich habe so gehofft, dass da eine Bombe drin ist. Aber gut, mit einem Pokéball. Bibor! Oh Gott, Leute, das war so lange her. Ein Bibor-Schwarm. Tschüss. Tschüss. Weg mit euch. Tschüss. Meine Fresse. Weg mit dir. Wie gesagt, ich finde es schade, dass meine Smash-Schläge nicht immer funktionieren. Aber wie gesagt, der Controller ist wohl noch nicht ausgenödelt genug. Was ich eigentlich sehr schade finde. Hey, das gibt's jetzt nicht. So, weg. So, geht doch. Meine Güte. Meine Güte nochmal. Man merkt, dass der Nigelnagel neu ist. Ja, ich weiß, ich schäme mich ganz doll, Melinatrix, wenn ich Zeit und Lust habe. Tust du nicht. Mann, jetzt kick ihn gegen die Wand, verdammt nochmal. Es ist nicht wahr. Nein, 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 nein. Scheiße, der B-Seitwärts. Ah, das hat mir gefehlt. Der B-Seitwärts, den habe ich ganz vergessen. Den gibt's ja hier noch gar nicht. Mein Fehler. Okay, wieso bist du... Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Naja, ist halt so. So. Ach ja, genau, das war dieser Scheiß.
da ist noch eine. Ach ja, genau, stimmt. So rum komme ich ja gar nicht dran. Stimmt, ja, da war ja was. Geht doch. Jo, schlaf gut, Maninatrix. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Darfst du auch gerne noch eine Wassermelone als Betthupfler mitnehmen. Ausnahmsweise mal. So, langsam sicher komme ich wieder rein. Hoffe ich jedenfalls. Ganz ruhig. Das könnte euch... Lasst mich in Ruhe. So, Luigi kriegt jetzt mal einen Freiflug. Ich finde es aber lustig, dass Luigi zu 90% immer Selbstmord beginnt. Weg mit dir. Geht doch. Geht doch. So, und jetzt wollen wir nochmal Pikachu ein bisschen in die Enge treiben. Das gute alte Pikachu. Ja, ist gut, ist gut. Oh, da will ich aber nicht hin, ich wollte gerade sagen. War ein Porygon, aber kein Kickle. So, weg mit dir. Ja, komm hoch. Tschüss. Das ist doch meine Kampfpose. Oh Mann. Auf zum riesen Donkey Kong, mal gucken, wie das jetzt hier ausgeht. Au. Das ist eine gute Idee. Mach einen Abgang. Tja, und da ist er weg. Er steht auf Yoshi rum. Oh, nicht schlecht. So kann man es natürlich auch machen. So. Da bleiben wir mal besser liegen. Au. Ja, ist gut jetzt. Ja, diese hopsenden Bumper hier. Nein! Tja. Und nun habe ich die Plattform verpasst, aber zum Glück kommt da schon die nächste. Gott sei Dank. Das war ja wohl nichts. Dann müssen wir es gleich nochmal versuchen. Ach Mensch.
Naja, immerhin gibt's hier die nächste Plattform. Ich merke, meine Konzentration lässt langsam nach, das muss ich wirklich sagen. Aber egal, wir ziehen das jetzt hier noch mit Foxy durch. Ich glaube an Foxy. Dieser Scheißbumper. Ich wollte gerade sagen, mach das besser nie nochmal. So, den hatten wir auch schon. Ja, toll. Genau so wollte ich das eigentlich nicht machen. Aber eigentlich solltest du da jetzt runtergehen, aber erzählen wir keinem. Ach, wisst ihr was? Toll, jetzt kann ich mich hier nicht mal runterfallen lassen. Ernsthaft? Okay, jetzt ist es eh egal. Und tschüss. Ach ja. Dann wollen wir mal die kleinen Kirbys platt machen. Das sollte auch ganz gut klappen. Weg mit euch. Au. Hallo? Mal nicht so aggressiv hier? Machen wir das halt so. Ich wollte schon immer mal Baseball mit Kirbys spielen. Autsch. Aua, Mann. Jetzt. Autsch. Du brauchst gar nicht einen auf niedlich tun, mein Freund. Du bist alles, aber du bist nicht niedlich. Da, friss. Ende. Du. Samus. Ja. Mal gucken, wie das jetzt gegen Samus läuft. Ob das jetzt besser funktioniert oder ob das jetzt gleich eher in Chaos enden wird. Komm her. Das kannst du vergessen! Dann nehmen sie einmal oben. Na, komm schon! So, wo ist das Problem? In Fußtritten bin ich ja nicht wirklich verlegen. Frag Clues Freund Jin, der weiß, was ich meine. Er hat die Tritte nämlich oft genug fressen dürfen. So, Metal Mario. Au. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Der will mich verarschen, eindeutig. Nein. Runter mit dir. Runter, habe ich gesagt. What the fuck? Du verarscht mich doch. Du verarscht mich doch. Komm. Ah. So, runter mit dir. Hab ich nicht eben gesagt, du sollst da runter? Diskutier da nicht mit dir runter!
Geht doch! Meine Fresse nochmal! Meine Fresse nochmal! Es darf ja wohl nicht wahr sein hier! Das darf ja wohl nicht wahr sein hier! Danke für den Schaden. Ich wollte eigentlich ohne Durchziel, aber okay. Kann man machen. Dann ist es eben so. So schön geschmeidig. Machen Abgang. Naja, ist dann halt so. Und jetzt kommen meine Lieblingsfreunde wieder. Juhu, ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon. Oh hier, und das nur noch zwei Leben. Na, immerhin funktioniert das noch ganz gut. Alter! Okay, der Trick funktioniert offenbar nicht mehr so toll. Nein! Hört auf! Da! Gib mir den Pokéball! Ich will diesen scheiß Pokéball! Koste es, was es wolle! Oh. Ups. Willst du mich verarschen, du Scheißvieh? Komm her! So ja nun nicht! Wenn hier einer wen rauskickt, bin ich das und niemand anderes! Ja, ist gut. So, weg. Tschüss. So, drei auf einmal gefeuert, so wie sich's gehört. So, mal gucken, was kommt da raus. Das ist gut, Smoggan. Ja, kommt mal her. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, da sagst du was. Aber wie gesagt, ich merke aber auch, dass ich aus diesem Spiel ganz schön raus bin. Aber egal, es macht trotzdem Spaß. Ich habe hier Riesenspaß, auch wenn ich hier gerade mehr aufs Maul kriege als alles andere. Aber trotzdem, es macht immer noch viel, sehr viel Spaß. Und es ist immer schön, auch mal wirklich die Klar... Sega und tschüss! Ja, und das kann ich jetzt nochmal machen. Scheiße! Scheiße! Also so wird das nichts, Leute. Ich muss echt mal wieder trainieren, da was das betrifft. Ich sollte mal aufhören, andauernd die Wii U-Version zu spielen. So. So, weg mit euch. Der ist gefeuert. Ich glaube, ich mach das wirklich so. Okay, das war auch nicht unbedingt meine intelligenteste Idee, aber es hätte ja klappen können. Aua. Oh ja, gib mir den Hammer, gib mir den Hammer. Nein! Ja, ich habe gesagt, gib mir den Hammer, aber so war es nicht gedacht. Fängt ja schon super an hier wieder. Tschüss. Sind einfach zu viele hier. Weg. So, machen wir es eben halt auf die gute alte Tour. So wie ich es früher immer gemacht habe. Tschüss. Au. Kill by the Chair. Ja, nein. Oh, tschüss. Ich sag ja. Ja, er fand mich echt Hammer. Das kann ich nur bestätigen. Aber kannst mal sehen, wie Hammer ich bin, Sadie. Dass man mich schon Hammer findet. Oh, Mann. Weg mit dir. Tschüss.
Manchmal ist er auch einfach zu schnell. So, tschüss. Alter! Jetzt hab ich aber langsam die Nase voll. So! Und Zack, auch dir herzlich willkommen auf Yoshi's Island. Setz dich hin, schau zu. Ja, futter so viel Obst, wie du futtern kannst. Ist zwar gerade das Ende des Streams, aber ich hoffe, du hast trotzdem noch ein paar amüsante Minuten, wenn ich jetzt nicht gerade so aufs Maul bekommen würde. So, hau ab. Oh, Herzi, Herzi, gib mir das Herz. Meins, ihr habt ein Herz für mich. So. Reicht's aber. Und dich hol ich mir auch noch. Machen Abgang. Meine Fresse. Ja genau, how to kill yourself with Drake. Ich zeige euch die besten Todesnummern. Und ich bin gut da drin, das muss man sagen, ne? Man darf das ja nicht außer Acht lassen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ja nichts werden. Mein Gott, dass ich mal mit Fox so außer Übung bin, hätte ich nicht gedacht. Nein, das tust du nicht. So. Haha, daneben. Daneben. Na gut, okay, ich muss ja gerade reden. Dum, 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 dum. So kann man es natürlich auch machen. Oh. So. Ja, wie gesagt, mit DK kann ich überhaupt nicht umgehen. Vergiss das bitte nicht. Nein. Schade. Dann. Wieder den Schlag ausgerichtet. Ich glaub's nicht. Gut, dann knallen wir dich eben ab. Wo ist das Problem? Ich habe ja Zeit und Geduld. Ja, okay, das mit der Geduld nehme ich zurück. So. Genug. Genug ist genug, Freundchen. Genug ist genug. Meine Fresse. Aber ich muss sagen, auch nach all den Jahren ist es immer noch ein geiles Spiel und ein würdiger Klassiker, den man einfach spielen muss und gespielt haben sollte. Ach ja, was habe ich damals ganz, ganz viele Stunden mit diesem Spiel verbracht. Und wenn ich daran denke, wie ich jetzt spiele, das ist grausam. Wenn ich daran denke, mein Killer Pikachu. Tja Leute, aber damit war es das auch schon. Die Credits passen ganz gut gerade zum Abschied. Denn euer Drake ist müde, muss gleich langsam noch ins Bett. Ich werde mich jetzt gleich noch für einen kleinen Moment in den Discord reinsetzen. Also wer quatschen will, ist herzlich eingeladen reinzukommen. Und ich bedanke mich bei euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Für die neuen Zuschauer kann ich euch nur sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, schaut auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Da findet ihr mehr als genug Let's Plays und ja. Ja, Clu, ich war echt gut. Ich war miserabel, sagen wir es so, wie es ist. Ich war einfach miserabel und das sage ich so, wie es ist. Ja, ihr Lieben, aber ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zusehen. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Euer Drake.